Ich habe noch eine Frage zu Ihrer Welt, zu der Sprache Ihrer Welt. Man könnte aus Ihren bisherigen Romanen, ohne dass es gewaltsam aufgesetzt ist, und aus den Erzählungen so ein bisschen die Sprache der 60er und 70er Jahre rausfiltern, was an Redensarten, was an Begriffen, was an Floskeln im Umlauf war. Sammeln Sie das systematisch oder haben Sie das im Ohr? Also sammeln, nee, nee, nee. Das es wäre ja auch ein bisschen komisch, jetzt in dem Buch noch die Sprache des SDS beispielsweise nicht drin zu haben. Nein, ich meine, Sie haben es im bisherigen, haben Sie das gesammelt Nein. oder nicht? Das hatten Sie einfach drauf, diese Sprache, als Sie das geschrieben Ja, ich habe es ja lang genug gehört. Man muss halt zuhören. Und die Sprache der Geheimdienste werden Sie anderswo kennenlernen müssen als da, wo Sie bisher waren. Sie haben sich selbst mal als ein Mitglied der größten Agentur dieser Welt bezeichnet, der Agentur für Sprache und Zweifel. Ja. Ist das so richtig? Ist das immer noch Ihre Position? Ja. Und die bleibt es auch. Das ist also auf der einen Seite die Sprache abklopfen auf das, was neu in ihr, neue Signale, neue Zerfallserscheinungen auch signalisiert. Ja. Und Zweifel auch an sich selber. Zweifel Ja, an immer. dem, an den Wahrheiten, die Sie gerade verkünden. Naja, ich meine, der Zweifel gehört dazu. Also mit dem Zweifel steht man auf und geht zu Bett. Das ist der engste Gefährte des Schreibens. Nützt Ihnen insofern Kritik, die Sie von außen bekommen? Und lesen Sie die Kritik, die über Ihre Bücher jetzt geschrieben worden sind? Ja, ich nehme einiges davon zur Kenntnis. Vor allen Dingen die Tatsache, dass die meisten Rezensenten die Bücher gar nicht lesen, die sie rezensieren. Meinen Sie nicht lesen oder nicht verstehen? Zum Teil effektiv nicht richtig lesen, mal so. Nicht richtig, so, ja, das ist schon. Nicht? Ja. Weil das so ein pauschales Urteil ist, das auch mal Zweifel verdient. Ich möchte mal meine Innung in Schutz nehmen. Ich glaube, Rezensenten. Ich gehöre ja auch zu Ihrer Innung. Ja, ja. Ich mache ja auch. Lesen Sie denn? Sie lesen doch auch, oder? Wenn Sie rezensieren. Also, wenn ich ein Buch bespreche, lese ich nicht nur dieses Buch des Autors, sondern wenn er mehrere geschrieben hat, lese ich alles. Ja. Ja. Also wird man mal den Kollegen unterstellen, dass die ihre Bücher auch lesen. Nehmen wir das mal an. Ich könnte Ihnen also ein paar Zitate, ich habe sie nicht parat, wo ich den leisen Verdacht habe, dass es gut, aber Fairness zwischen Kritikern. Nein, ich meine, ich nehme Kritik in dem Sinn ernst, als ich ja weiß, wie sie auch hergestellt wird, natürlich, und ich weiß, ich kenne die Zwänge und das ist ja klar. Ich freue mich eigentlich, dass bei dem letzten Buch, bei dem Rohstoff, die Masse der Besprechungen nicht aus dem Feuilleton, aus dem üblichen Feuilleton der normalen Tageszeitungen kam, sondern tatsächlich dorthin aus den Stadtmagazinen, aus den kleinen Sachen, die es ja überall gibt, von den Leuten kam, für die ich das eigentlich auch geschrieben habe. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Es war das erste Mal, dass ich die Resonanz hatte und gemerkt habe, das Buch hat die Leser getroffen, die ich wollte. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Unser Rolltitel läuft inzwischen. Ich hoffe, dass das auch bei Ihrem nächsten Buch so sein wird und bedanke mich, dass Sie da waren. Nein, nein.